Hey Leute und willkommen zurück zu Total War Arena mit dem Miltiades oder wie er heißt, schon wieder den Namen vergessen. Ja, mit unseren Griechen auf jeden Fall. Heute beim Pass der Thermopylen und wir schlagen unsere mittlerweile dritte Schlacht und auch hoffentlich der erste Sieg in diesem, ja, Let's Play, wie auch immer geartet. Ja, jetzt geht's gerade schon los. Ich habe nichts mehr an unserer Aufstellung etc. geändert, habe das alles so gelassen, wie wir es beim letzten Mal eingestellt haben. Und wir werden mal hier beim Punkt 4 spawnen. Sind schon ready. Okay, irgendein Spieler ist rausgeflogen. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Okay, anscheinend haben unsere Gegner weniger Truppen als wir schon mal. Das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Wäre doch dann schon mal ganz cool, oder? Mal gewinnen würden. Gut. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Genau, ja, ich habe nochmal an meinen Einstellungen, an meinem Sound rumgespielt, auch dieses Mal wieder. Habe es ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, dass es für euch gut zu verstehen ist, also für euch der Ingame-Sound lauter wird und ich trotzdem auch noch laut genug bin oder sowas. Ich habe es ausprobiert, aber irgendwie ist es bei mir eh seltsam, weil was bei mir funktioniert, was sich bei mir gut anhört, ist bei euch teilweise jetzt leise oder keine Ahnung. Blickt auch selber nicht ganz so durch, aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass alles soweit passt. So, was haben wir hier bei dieser Map? Wir haben hier oben diesen großen Berg, also hier praktisch den Berg. Kann man eigentlich auch hier hochlaufen? Nee, kann man nicht. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall hier den Berg mit dem Wald. Haben hier oben nochmal einen höheren Berg zu diesem Teil da. Tempel oder was es sein soll. Dann haben wir hier noch einen kleineren. Hier haben wir einen Wald und hier haben wir eine offene Fläche. Da unten geht es auch wieder durch. Durch so ein, ja, wie nennt man das? Durch so eine Schlucht durch. I am the servant of Greece. Und wir wollen mit unseren Truppen dieses Mal, was wollen wir tun? Ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn der da hochmarschiert, dann müssen wir hier fast durch den Wald durch. So leid es mir tut, aber ja, ich will ja, dass keine Gegner hier zu uns, zu unserer Stadt kommen, zu unserem Fort, so wie das letzte Mal. Ja, dann haben wir hier drüben übrigens das andere Fort. Hier hinten eine richtige, ja, Zeltstadt, möchte ich schon fast sagen, aber ich glaube, hier drüben kämpft man eh nie. Ach, hier kann man nicht mal Truppen hinschicken, das ist nur irgendwie so drauf, aber ja, okay. Aber hier oben kann man noch, ah ne, kann man auch nicht. Jetzt frage ich mich gerade, was ist besser zu verteidigen, die Stadt hier oder unsere? Wahrscheinlich beides. Naja. With Hier kann each man halt gut step, Truppen bear draufstellen, gell? courage in mind. Defender of Greece. Follow me! Okay, da oben kämpfen sie schon. Da drüben noch nicht. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Werden die Gegner beschossen? Okay. Ich hoffe echt, dass bald die erste Kaff auftaucht, weil diese Fernkämpfer-Blobs, die sind einfach so nervig. Schießt denn eigentlich dieser Turm hier wirklich richtig? Naja. Weiß nicht, ob der so wahnsinnig viel Schaden macht. Uiuiui. So, jetzt greifen wir mal da ganz schnell an. Ich hoffe, der folgt uns hier, unser Verbündeter, und hilft uns ein bisschen. Elected General. Bin gerade am Überlegen, ob wir einfach mal unsere Truppen darüber schicken wollen. Können wir eigentlich mal machen. Aber wenn unser Verbündeter den noch weiter verfolgt, ist das eigentlich ganz okay für uns. I am the servant of Greece for glory.
So, jetzt müssen wir hier mal angreifen. Ich hoffe, dass das unser Verbündeter schnallt, dass ich hier angreifen soll. Hier. Okay, hier kriegt man diese Endkämpfer, kriegt man. Zumindest einige davon bekommen. By your command, for Greece and the devil, to victory. Okay, und hier werden sie beschossen von den feindlichen Fernkämpfern. Das ist eigentlich echt eine gute Sache. At your service. By your command. Jetzt hoffe ich mal, dass der Gegner nicht hier so wahnsinnig stark drauf schießt. Sonst haben wir nämlich gleich wieder ziemliches Dingsproblem. Okay, da drüben können wir eigentlich noch nachhelfen gleich. Jetzt greifen wir da mal noch weiter an. Sieht es denn schon aus? Eigentlich ganz gute Schlacht bisher. Wir haben wieder schon so wenig Punkte irgendwie. Ich mal wüsste warum, gell? Greifen wir einfach mal hier an, weil diese Fernkämpfer zu verfolgen bringt eher gar nichts. Greifen wir da noch an. Hier greifen wir da an. Wie sieht es eigentlich da oben aus mit dem Kämpfen momentan? Wieder verlieren unsere gerade ganz schön. Dafür kommen unsere hier ziemlich stark. Okay, das Problem da hinten haben wir erledigt. Jetzt muss man nur hoffen, sind die jetzt da oben plötzlich hin verschwunden. Hab ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, dass hier gleich ein paar Gegner kommen. Deswegen schicken wir hier mal eine Einheit so hin. Weil die ist eh zu weit weg für irgendwas anderes gerade. Okay, die rennen hier direkt in unsere Leute rein, das ist natürlich sinnvoll. Schade, fast hätten wir es erwischt hier. Jetzt könnte man natürlich den Melee-Angriff für die Einheit da gebrauchen, aber haben wir jetzt ja leider nicht mehr. Okay, jetzt gibt es hier einen Fernkämpferangriff, okay, das ist gut. Gut, die haben wir gestellt soweit, die sollten jetzt gleich eigentlich erledigt sein. Es gibt nochmal ein paar Punkte. Ach, dieses Mal bin ich aber wirklich richtig schlecht. Ja, ich denke nicht, dass die es da noch hinschaffen werden, aber wenigstens etwas. Das kann dann immer so viel überlegen, weil jetzt haben wir hier das Teil besetzt. Das heißt, es geht jetzt relativ schnell noch zu Ende hier, hoffentlich. Das gibt uns jetzt, glaube ich, schon einiges an Punkten, oder? Nur dieses Teil erhalten. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Hast du das Verhalten? Hier kommen die noch zurück oder was machen die hier?
Okay, jetzt haben wir einige schon überholt. Das liegt an dieser. In diesem Teil hier halten. Das ist natürlich perfekt. Wenn es hier noch einiges an Punkten gibt, ist das schön. There is no time to lose. Okay. Ja, ich finde es ein bisschen seltsam, dass die sich hier dann nicht nochmal neu sammeln oder so. Aber naja. Achso. Ja, okay, die Gegner wurden alle getötet, deswegen sind die nicht mehr, laufen die nicht mehr weiter. Das können wir natürlich ändern. Das schicken wir mal da noch welche da hoch. Okay, das gibt es gerade noch schön Punkte. Wir werden zwar nicht mehr ganz da hochkommen irgendwie, aber hier unten, ja, machen wir wenigstens noch ein paar Punkte. Okay, wir haben gewonnen. 1797 Einkommen, 100 Commander XP, 178 Unit XP, okay. Ja, gut. Ich bin noch nicht wahnsinnig gut in dem Spiel. Ich meine, ich freue mich immer drüber, wenn ihr irgendwelche Tipps habt für mich. Ja, das würde mich sehr freuen. Ach, wir haben noch einen Bonus bekommen hier auf die Commander XP und auf die XP da. Das ist cool. Gut, dann machen wir das hier mal close. Replenish all. Das haben wir wenigstens nicht so viel Geld verloren. Truppen verloren, deswegen ja. War es eigentlich auch nicht schlecht. Die haben 186. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt hier das da verbessern. 375 kostet der Spaß. Und die Light Hop Leads können wir auch noch hier verbessern. So. Dadurch sind die um einiges besser. Wir brauchen jetzt 398 unten unseren General-Level ab, damit wir da irgendwas machen können. So, jetzt bin ich gerade am überlegen. Wir holen uns hier mal das da. So. Machen das jetzt mal so, dass es automatisch aufgefüllt wird. Die kriegt man als unsere, genau, die machen wir Armor und Shield. Hier haben wir Armorsmith und Weaponsmith. Das ist okay. Restock automatically und das da wird unsere Angriffseinheit. Das müssen wir auch ab sofort so spielen, daran habe ich gerade eben gar nicht gedacht. Machen wir mal. Ja, machen wir mal so. Die wird Angriff, die wird auch eher so Angriff, ja genau, die wird so auf Verteidigung, vor allem gegen Fernkämpfer können wir die einsetzen. So. Deflect Ratios to reduce damage from incoming missiles. Okay. Okay, damit können wir auch unseren Melee Attack pushen. Ich denke, das machen wir jetzt einfach mal einmal hier, okay. Wir brauchen eh noch ganz, ganz viele Punkte hier irgendwo drauf, bis wir Level abkriegen. Ja, hier, das können wir eigentlich auch mal einen Punkt draufsetzen. Wir brauchen jetzt noch einen Punkt, das wird aber noch eine Weile gehen und dann können wir auch hier eins weiter gehen. Beziehungsweise so lange brauchst du unter Umständen gar nicht, weil ich spiele ja auch noch selber ein bisschen ab und zu. Das ist ja okay, das ist jetzt ja nicht so schlimm. Hab mir auch überlegt, ich kann auch irgendwann mal noch ein Let's Play sozusagen mit den Römern machen. Das geht ja auch. Da werden uns zwar schon diese Sachen hier gekauft, aber unseren General müssen wir ja immer noch skillen, ja. Aber hier, wie gesagt, mit den Griechen spiele ich nur im Let's Play, mit den Römern spiele ich mal nur alleine. Und ja, ich denke, das ist ja dann eigentlich auch gar nicht mal so schlimm und gar nicht mal so schlecht. So, dann würde ich sagen, können wir vielleicht mal noch unsere Einheiten ein bisschen färben. Ja, die Myrmidonen müssen natürlich schwarz bleiben, das ist ganz klar. Aber was kann man denn hier machen zum Beispiel? Okay, die Second Color macht irgendwie keinen großen Unterschied. Ja, machen wir die mal so. Oder so. Ja, machen wir die mal so. Gut, also dann, ja,
Wahrscheinlich hier die Default-Sache. So, okay. Naja, machen wir das mal. Macht hier irgendwie keinen großartigen Unterschied. Gut, dann danke ich euch wieder fürs Zusehen. Ach ja, das Let's Play oder ja, diese Sache hier. Ja, ich weiß nicht, Let's Play kann man es eigentlich fast nicht nennen. Aber dieses Total War Arena hier, ich weiß, steht im Titel, aber trotzdem. Das wird immer erscheinen am Montag, Mittwoch und Freitag. Jeweils ein Video. Gleichzeitig natürlich noch die anderen Projekte, ganz klar. Aber das wird immer so erscheinen. Uploadplan findet ihr eigentlich auch in der Beschreibung von jedem Video. Ja, findet ihr auch in der Beschreibung von jedem Video. Könnt ihr mal draufklicken. Da gibt es dann den Uploadplan von uns dreien. Ja, gut. Also dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, Leute.